So, hallo an alle, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Redstone Hotel, nicht Redstone Mania. Da muss ich auch demnächst wieder aufnehmen, beziehungsweise wieder Folgen hochladen. Ich produziere nämlich ein bisschen für meinen Urlaub vor, denn im Urlaub kann ich besser hochladen in dem Sinne. Und in den letzten Parts haben wir das IMS gemacht, also da ist hier nochmal nachgebaut. Aus meiner Testbild. Und ich finde, es ist eins der besten Teile, die ich mal gemacht habe. Da haben wir die Bauvorlage und ich habe mich wieder an was Neues gesetzt. Und zwar an ein IMS-Lager. Das wird ein anderes Lager, als ich die immer baue. Also keine Sorge, ihr bekommt den Fun-Faktor immer noch. So, dann haben wir hier schon unsere... Das wird übrigens über Trichterstraße gehen. Ich habe keinen Bock, jetzt mit Dings zu arbeiten. Und ich versuche noch mal einen Mechanismus gleich zu entwickeln. Mist. Ah, so ein Drecksmist, sag ich nur. Was so ein Drecksmist. Muss nochmal um 1 hier verschieben. So. Dann haben wir hier schon unsere Sachen. Ich habe den Hopper da unten schon eingerichtet. Nein. Also müssten wir eben mit Structure Void wieder arbeiten. Habe ich's? Ja, ich hab's, IMS Proxy. Und da haben wir's auch. Ja, da ist es auch schon. Dann geht's mal hier weiter. Wird wir auch enorm. Eine Sache hier bauen, und zwar hier die Leitung. Ich bin heute, by the way, nicht so ganz ausgeschlafen, aber das liegt daran, dass ich die letzten Tage der European Championships relativ viel verfolge. Am meisten interessiert mich daran Bahnrad, beziehungsweise Radsport. So, da haben wir es. Jetzt kommt nochmal IMS Proxy da wieder rein. Und ja, und dann haben wir es auch eingerichtet. Dann können wir eigentlich nochmal eine Brücke drüber ziehen. Das machen wir. Und ja, Decke drüber ziehen machen wir eben mal gleich. Und ich mache es noch schöner. Oh, ich bin wahrscheinlich ein Ticken zu hoch. 3, 1, 2, gut. Ist doch alles wunderbar. Ach, hier will ich halt noch gleich einen Mechanismus einbauen. Also... ich muss wissen, wo ich hier die Wand hinziehen kann. Dahin. Also wir gehen nochmal einen Block höher.
Da sind wir soweit und haben hier unsere Fläche. So, jetzt baue ich mir hier mal eben frei. So, ich baue hier mal ein bisschen Ton mit ein. Also ich mag das letztens so ein bisschen mehr Ton mit reinbauen als Notification. Wenn wir den Platz dazu haben, warum sollten wir es nicht machen? So, ich schaue gerade mal nach Notenblocken. Noteblocks. No, ah, da oben. I'm it up. I know this. Pretty well. Und Eis, ich brauche aber blaues Eis. Packed Eis. Also, ich mache hier ein bisschen noch. Und dann hier noch mal eine verkehrt herumgelegte Tonleiter. In dem Sinne, also wenn jemand das so Nummer hier, zack. Wenn ich mit Steuerung nehme. Aber wie kann ich den mit F3H? Lol. Notenblöcke haben. Notenblöcke haben keine neue ID. Ja, schöner Rhythmus. So. Ich kann ein bisschen angeschnaubt klingen. Ich habe nämlich irgendwie in den letzten Tagen läuft mir relativ viel die Nase. So, slash fill. Von da bis da. Mit Androids. Nein,
Android. Ich mache das besser mit Glowstone. Also da haben wir unser Lagermodul. Und jetzt noch einscannen, wie es in der nächsten Folge funktionieren wird, erkläre ich euch dann erst in der nächsten Folge. Ja. Ich war nämlich nur noch bis 11 Uhr und dann ist bei mir Feierabend erstmal. Aber um das. Nein, ich möchte nicht zum Dorf, ich möchte zu meinem eigenen entwickelten IMS. Denn ich habe hier Structure-Blöcke. Und Structure-Blöcke können vieles. Ja, können sie. Und das ist Minecraft IMS Lager. Und dann kommt noch ein Cornerino dahin. Corner. Und wir gehen auch hier vom Save in den Erkennmodus, in Detect-Modus. Und wir haben es detected erfolgreich und wir können es also mal kurz schnell speichern. Den Corner schnappen wir uns. Naja, ich habe mir den Corner jetzt schlussendlich nicht geschnappt. Mit Steuerung können wir das jetzt eben mal hier nochmal hinsetzen, dass wir das auch mal so nebeneinander setzen. Ja, keine Sorge, das ist einfach nur laden. Weißt du was? Ich mache das in der nächsten Folge so mit Lass krachen und schau, Leute.